So, die Wechselstromradsätze habe ich jetzt schon mal entfernt. So, Kinders, aber bitte nicht nachmachen. Hallo liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Viel Spaß mit dem Update Nummer 40. Ein kleines Update zum Thema Speisewagen. Ich habe jetzt von dem Verkäufer eine Teilrückerstattung erhalten, sodass ich mir davon die Gleichstromradsätze kaufen konnte. Ich habe gleich 10 Stück besorgt. Und die werde ich jetzt mal einsetzen. Natürlich nicht alle 10, sondern nur 4. So, die Wechselstromradsätze habe ich jetzt schon mal entfernt. Jetzt werde ich die mal einsetzen. Passt, sitzt und rollt. Die haben also einen Durchmesser von 11 mm und das sind die gleichen, die auch für die Roccowagen passen. Knackt und passt. So, wunderbar. Jetzt kommt die andere Seite dran. Also wenn man sich diese Radsätze kauft, diese Gleichstromachsen, dann sollte man auf jeden Fall die Wechselstromradsätze, die hier vorher drin waren, ausmessen, Achsdurchmesser und so, denn es gibt unterschiedliche Größen. Wunderbar, rollt. Sehen. Das ist der Wagen. So. So, zum Schluss noch eine kleine Testfahrt. Aber ich sehe schon, der Speisewagen läuft wunderbar und ganz geschmeidig. Der Speisewagen jetzt seinen vorläufigen Standort. Man kann ihn als mobiles Restaurant benutzen oder als Betriebskantine für das Stellwerk und das Bewegen. So, auch beim Basteln macht nicht alles gleich großen Spaß. So stehen ab heute mal ein paar unangenehmere Aufgaben auf dem Programm. Ich will nicht sagen unangenehm, aber vielleicht doch ein bisschen lästig und zeitraubend. So, und zwar geht es heute um das Thema Schottern. Es wird Zeit, dass ich bei meiner Anlage mit dem Schottern anfange. Jetzt habe ich als erstes gesehen, meine Fleischmann-Gleise haben nicht immer die gleiche Farbe. Also das Schotterbett meiner Gleise hat nicht immer die gleiche Farbe. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann.
Hier unten dieses Gleis ist zum Beispiel dunkler, hier ist der Schotter wieder heller und hier ist er ganz hell. Und zwar suche ich ja immer nach dem Schotter, der am besten zu diesem Fleischmann-Schotterbett passt. Das wäre natürlich zum einen der Original-Fleischmann-Schotter, der in der Farbe diesen Gleisen angepasst ist, aber wie man sieht, selbst die Gleise haben eine unterschiedliche Farbgebung. Das wäre hier der Fleischmann-Schotter. Ist nicht mehr so viel drin. Das ist auch der teuerste von allen Schottern. Dann haben wir hier von Woodland den Fine Dark Brown. Da sind so ein paar schwarze, wie soll man sagen, Krümel drin, die eigentlich den Schotter etwas abwechslungsreicher gestalten. Der Fine Gray kommt wohl für dieses Gleis nicht in Frage. Das wäre vielleicht für Rocco oder Trix oder Märklin-Gleise eher möglich. Dann haben wir die hier. Ich weiß nicht mehr, was das für genau welcher ist. Ich nehme aber an, das ist der Woodland Fine Dark Brown. Ist schon zu lange her, wo ich das letzte Mal mit dem geschottert habe. Ich hoffe, das kann man erkennen. Der hat nämlich auch diese schwarzen Körnchen zwischen den braunen. Und auch die braunen sind unterschiedlich hell und dunkel, die braunen Körner. Dann haben wir hier noch einen. Da weiß ich nicht mehr, von welcher Firma der ist. Der ist ziemlich hell. Ist vielleicht auch ein bisschen zu hell für das Gleis. Aber ich werde mal ein bisschen davon probieren. So, Kinders, aber bitte nicht nachmachen. Das Ganze schön umrühren. Wie gesagt, Kinders, bitte nicht nachmachen. Ist zu gefährlich. Zum Wohl. Ihr werdet es sicherlich gleich gemerkt haben, das Ganze ist natürlich nur ein Scherz gewesen. Hierbei handelt es sich nicht um Gleisschotter, sondern um Eiskaffeepulver. Sieht aber verdammt täuschend ähnlich aus. So, weiter geht's jetzt mit der ernsten Aufgabe. Im Hintergrund habe ich mir überlegt, ist dieser Schotter mir zu schade und es ist auch zu aufwendig. Da werde ich verwenden die Noch-Schottermatte. Die kann man einfach wie das Nochgras zwischen die Gleise kleben oder auch drumherum. Vielleicht hätte ich beim Bau der Anlage gleich erstmal diese Schottermatte verlegen sollen und dann die Gleise drauf nageln. Aber die Idee ist mir jetzt erst gekommen. Vielleicht bei der nächsten Anlage. So, das ist hier die Nummer 00090, die Artikelnummer von Noch. Ich zeige es mal. Wie gesagt, ich habe den Noch nie ausprobiert und ich werde ihn sicherheitshalber erst für den hinteren Teil der Anlage verwenden. Weil das ist ja ein bisschen weiter weg, da kann man so kleine Unebenheiten oder Unfeinheiten nicht so gut erkennen wie im Vordergrund. So, auf geht's an die Arbeit. Thank you.
für heute mache ich Feierabend. Als nächstes kommen mal, denke ich, die Schotterarbeiten zwischen Gleis 1 und 2 an die Reihe. Dieses Stück hier, die Weichenbereiche, die mache ich in einer Extrasitzung, weil da muss ich die Weichen ein bisschen abdecken, sonst bekomme ich da wieder Probleme mit der Schaltzunge, wenn da diese Körnchen reinkommen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.